Entscheidungen. Und ich freue mich, Bernd Kühn, den Veranstalter des Bubenzaubers, begrüßen zu dürfen neben mir. Und das war gestern, wie eigentlich jedes Jahr, wieder ein richtig toller Fußballnachmittag. Ja, ich denke, die Mannschaften haben alle Versprechen gehalten. Wir haben super Fußball gesehen, tolle Aktion, Fallrückzieher, Sportparat. Ich bin ganz glücklich. Und keiner hat sich verletzt. Das sah nach außen so aus, so ganz war es nicht, aber es gibt keine schweren Verletzungen. Ich glaube, alle können spielen. Und auch auf der Players Party gab es dann keine Leberzerrung, oder? Ich muss sagen, das war die maueste Players Party, die wir je hatten. Also es waren so viele Spieler, die gesagt haben, ja, ich komme da hin, aber ich muss morgen spielen, ich muss ins Bett. Wir sehen wirklich heißen Fußball heute. Da sieht man einmal Profi über Profi auf jeden Fall. Die Jungs nehmen das ja völlig ernst und wollen natürlich heute nochmal ins Finale einziehen und wollen den Pott mit nach Hause nehmen. Hast du einen Turnierfavoriten Leverkusen aktuell nur auf Platz 3 gewonnen? Aber Leverkusen hat aufgezeigt, wenn sie das erste Spiel verlieren, dass sie hier gewinnen können. Von daher ist es perfekt. Also jetzt hat jeder noch die Möglichkeit, auch die Bayern noch die Möglichkeit, in die nächste Runde zu kommen. Ich bin sehr gespannt. Wir haben gestern zum ersten Mal die neue App fürs AOK Traditionsmasters vorgestellt und auch nutzen können. Unter anderem kann der Publikumsliebling gewählt, gewotet